Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu diesem Let's Play von Portal Knights. Und ja, wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben an unserem kleinen Häuschen und haben jetzt gerade platziere 5 veredelte Holzblöcke, um die alte Farm zu reparieren. Das heißt, 5 veredelte Holzblöcke. Da haben wir ja einige von daher können wir die mal... Moment, die tauschen wir vielleicht mal mit diesen anderen Kackblöcken hier, mit den Klötzen. Und werden mal damit hier, ich weiß nicht, was wir reparieren sollen, aber ich vermute fast, dass es um das da geht. So, hier ist ein Fenster, heißt so, so und so. Dann hätten wir das zumindest schon mal repariert. So, hier können wir mal noch ein paar Dinger hinbauen. Wir haben ja eine Türe, ne? Das wäre vielleicht für nachts gar nicht so eine schlechte Idee. Wenn wir eine Türe mal... Können wir die benutzen? Warte mal, Moment. Wir gucken mal eben, ob wir die benutzen können. So, können wir die hier... Nein, die können wir nirgendwo benutzen, weil die zu groß ist. Okay. Ja gut, dann lassen wir es so wie es ist. Und nehmen nochmal die Blöcke. Gut, wir haben hier kein Licht. Doch, wir haben hier Licht. Da haben wir Licht. Wir könnten da noch eine Fackel hinzimmern. Und zwar da. Dann haben wir es ein bisschen... Ich weiß nicht, ob wir hier bleiben sollen oder was hier überhaupt Ziel ist. Und da können wir mal eine hinsetzen. So. Ich weiß überhaupt nicht, was wir hier machen müssen. Also ob das so wie in Minecraft ist, dass wir uns eine Station bauen und von da aus dann irgendwelche Rätselchen lösen und irgendwelche Aufgaben übernehmen. Oder ich habe keinen Plan. Aber... Ja, das werden wir wahrscheinlich im Laufe des Spiels hoffentlich mal rauskriegen. Wir brauchen diese komischen... wo sind denn die? Blauer Portalstein. 1. 2 brauchen wir noch. Das haben wir richtig, ne? So. Dann haben wir die hier drin. Und jetzt gehen wir mal zu unserem Portal hoch und werden mal unser Portal reparieren. Ja, weil... ne? Kann ja nicht schaden. Also, könnte ja nicht schaden. So, kommen wir hier hoch? Nein, wir kommen nicht hoch. Heißt... wenn wir einen hier oben abbauen, so, dann kommen wir hoch. Gut, also 2 Blöcke hochspringen können wir. Und jetzt bauen wir mal hier die Portalsteine rein, die fehlenden. Einmal den und einmal den. Der Weg nach vorne ist nun frei. Platziere 4 blaue Portalsteine, haben wir abgeschlossen. Doch auch das Dunkel... Lasse nichts unerledigt zurück. Gehe durch das Portal, um eine neue Insel zu entdecken. Wie kommen wir denn dann zurück? Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier unsere Aufgabe hier mit dem Häuschen vielleicht. Und wir erstmal die Weste bauen, oder? Wir brauchen Baumwolle. So, hier müssen wir mal gucken, vorsichtig sein. Ich weiß nicht, was da unten abgeht. Also da gehen wir jetzt am besten mal nicht hin. Wo kriegen wir denn Baumwolle her? Also Baumwolle ist... Können wir die pflücken? Ich gehe mal eben hier gucken, was wir hier überhaupt wachsen haben. Moment. Moment, was ist das? Das sieht mir aus wie Baumwolle. Ich könnte wetten... Baumwolle. Ha! Das ist ja mal cool. So, einmal dahin, einmal dahin. Und dann bauen wir den Rest hier auch ab. So. Sapling. Und einmal dahin, einmal hierhin. Und dann können wir uns gleich nämlich diese komische Weste bauen. Ich hoffe, wir kriegen irgendwie die Möglichkeit dazu, ein bisschen mehr als das hier anzubauen. Weil... Es ist dann doch relativ wenig, wenn wir davon leben sollten. Können wir die dahin? Geht, ne? Nein. Oder? Doch, geht. So. Gut, können wir den abbauen? Den Mais?
Der ist noch nicht fertig, ne? Glaube ich. Weizen. Weizen ist nicht fertig. Ist der fertig? Mal eben gucken. Nein, auch nicht. So. Okay, Weizen scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Weizensprosse. Haben wir Weizen jetzt bekommen? Warte mal, eben gucken. Weizen. Oh ja, Weizen. Okay, heißt, wir können die hier tatsächlich abbauen. Und... Jo, ist so ähnlich wie in Minecraft, wenn die Farbe wechseln, dann sind sie reif. Und haben wir noch mehr Sprossen? Nein, haben wir nicht. Okay, dann warten wir jetzt mal, bis das hier soweit geklärt ist. Und sammeln einfach mal noch ein bisschen Baumwolle ein und ich weiß auch nicht, was das ist. Kriegen wir da rote Beeren? Genau, dann haben wir Mampfkram. Okay, das wäre ja auch nicht schlecht. So. Mal eben gucken. Das sind Verbrauchsgüter. Den brauchen wir schon mal da. Da können wir noch mehr Baumwolle setzen. Können wir die nebeneinander direkt setzen? Ja, ne? Können wir, oder? Können wir. Können wir. So. Okay, wenn wir hier jetzt diesen Block... Ha. Okay, ich würde sagen, die können wir mal... Kann man hier irgendwie ein Feld machen oder so noch von diesen... Die setzen wir einfach mal... Moment, den setze ich mal... Wo ist er? Da ist er. Die setzen wir einfach mal hier hin, die Büsche. Zwei Stück. Oder brauchen die einen Platz? Warte mal. Wir lassen mal immer einen dazwischen. So, Junkerweste. Die können wir herstellen. Weste. So, jetzt gucken wir mal, dass wir die herstellen. Wir brauchen Baumwollstoff. Ach so, wir haben Baumwolle. Ah, okay, Moment. Baumwollstoff. Baumwollstoff. Feuerstelle, Fackeln. Mana. Baumwollstoff. Das. Klassischer Kleiderschrank. Brauchen wir jetzt nicht. Baumwollstoff. Ah, okay. Einmal. Zweimal brauchen wir, ne? Und die Junkerweste brauchte zweimal. So. Zack. Herstellen. Junkerweste. Zack. Und ausgerüstet. Haben wir die ausgerüstet? Nein, noch nicht. Jetzt aber. Gut, passt. Okay, wir haben zumindest schon mal so eine Glänzerweste da. Ja, gut. Kann man mal machen, ne? Sieht geil aus. So, was haben wir denn jetzt zu tun? Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch mal... Schwert haben wir. Ein Ersatzschwert, meinte ich. So, wir sammeln Zeug. Was wir hier im Einzelnen mit der Erde, ob wir hier so eine Spitzhacke auch haben. Warte mal, wir können ja mal gucken. Was kann man denn machen? Sowas. Steinspitzhacke. Die haben wir ja eigentlich, ne? Ist die Spitzhacke eigentlich für den Boden gedacht oder mal eben gucken. Warte mal. Moment. Nee. Das soll wohl
zum Abbauen sein und nicht für den Garten, oder? Okay. Okay. Wir brauchen aber irgendwas, womit wir den Boden bearbeiten können. Was haben wir denn hier? Das war auch nichts. Okay, also müssen wir erst irgendwie ein Rezept finden. Da ist die Karte. Wir brauchen ein Rezept. Definitiv. Okay. Da ist was gelandet. Was ist das? Oh, ein Schattenritter. Oh, cool. Das ist geil. Okay, den machen wir mal platt jetzt, oder was? Der hat uns platt gemacht. Oh, Schattenritter! Schattenritter. Schattenritter. Ach so, die rennen hier überall rum. Oh. Oh, 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 oh. Okay, wir sollten denen also nicht begegnen, denke ich mal. Da ist auch nochmal ein Haus. Wir können am besten jetzt mal erst darüber gehen, weil ich befürchte, ansonsten haben wir hier schlechte Karten. Fuck it, ey, der hat uns mal eben weggesmashed, ganz easy. So, was haben wir hier? Holz. So, was haben wir hier drin? Warte mal. So. Alte Mine, mit einer Spitzhacke baust du Blöcke sehr viel schneller ab. Das wissen wir und das werden wir dann auch machen. So, machen wir hier rein. Eine alte Mine, okay. Irgendwas relativ Cooles gefunden. Also irgendwie, ne? Würde ich mal sagen, ne? So, die nehmen wir mal mit. Fackel einsammeln. Und die nehmen wir auch mit. So, und dann könnten wir hier eigentlich verschwinden, weil... Das nehmen wir auch mit. Jetzt müssen wir erstmal wieder... Da ist so ein Viech. Da ist so ein Krieger. Oh, weg hier. Wir müssen uns irgendwie retten. Weg hier! Wir gehen mal zu unserem Portal, wo wir angefangen haben. Da fühlen wir uns gut, da fühlen wir uns sicher. Oh, shitty. Also, Dunkelheit ist nicht wirklich prickelnd, solange wir keine vernünftige Rüstung haben, scheinbar. So, jetzt gucken wir mal, was wir haben. So, Lampe. Baumwollsetzling. Den können wir dann irgendwann mal wieder setzen da. Den können wir lassen. Schwert. Wir haben noch Neues. Und wir haben jede Menge Krams gefunden gerade. Wieder solche Fragmente. Baumwolle haben wir gefunden. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir müssten zu unserem... Moment. Wir müssten mal wieder zu unserem Portal da hinten, was wir noch nicht besucht haben. Moment. Wir gehen mal hier hoch. Da ist auch so ein Viech. Scheiße. Wir gehen mal außen rum, ne? Weil... Da ist direkt einer vor unserer Hütte, ne? So ein Arschloch, ne? Wir brauchen eine Tür. Definitiv brauchen wir eine Türe. Rote Beeren. Können wir hier... Boah, alter Schwede. Da sollten wir vielleicht erstmal... Sag mal, können wir hier zumachen? Vielleicht so? Ja, könnten wir. Okay.
Wir haben jetzt erstmal zugemacht, damit der uns hier nicht anätzt. Und ich würde sagen, wir müssen mal gucken, ob wir ein Fenster bauen können. Moment, wir gucken mal eben Möbel. So, es geht's hier. Amboss Schmelzofen. Ein Schmelzofen. Einschmelzen von Erz. Wir haben noch kein Erz. Also brauchen wir auch keinen Ofen. Das lassen wir jetzt erstmal sein. Und ich würde sagen, boah, den kriegen wir nicht down, ne? Nein, den schaffen wir nicht. Da müssen wir von hinten in den Garten. Und hier mal die Baumwolle noch dazu setzen. So, zweimal Baumwolle. Was haben wir noch? Die Jungs hatten wir vorhin schon. Wir müssen eigentlich da hinten hin zu den anderen Büschen, aber egal. Das machen wir jetzt mal anders. Die setze ich jetzt einfach mal hier irgendwo hin. So. Weil wir sind nämlich relativ schwach auf der Brust und da ist auch wieder so einer bei unserem Herald. Also die sind mir zu heftig, die Jungs, ne? Und schon stockt es etwas gerade. Also höhere Positionen sollten wir einnehmen, damit wir sehen, wo wir sind und was wir machen können. Da ist auch wieder so ein Schattenolm. Was tun wir? Die verschwinden aber dann gleich wieder, ne? Also ich würde sagen, wenn es hell wird, hauen die wieder ab. Gut, der Mond geht unter, sodass uns das Tageslicht retten wird. Also bin ich mir jetzt fast sicher. Ja. Komm, wir machen noch hier ein bisschen Schnickschnack. Vorsicht, weg hier, weil sonst kommen wir mit dem da ins Gehege. So, wir haben irgendwie... Holz. Und einmal und zweimal. So, Bäumchen. Man könnte hier natürlich alles begradigen dann auch. Was machen wir? Da ist unser komisches Ding von gerade. Der Mineneingang. Hier oben war auch so ein Fuzzi. Ja, scheiße. Die sterben dann? Verbrennen? Das hatten wir ja schon mal, ne? Ja, keine Ahnung, ey. Jetzt stehe ich hier rum und warte, bis der Typ weg ist, oder was? Na ja, komm, wir müssen es ja einmal mitkriegen, was passiert mit denen, ja, wenn die Sonne aufgeht, ja? Weil wir müssen ja mal lernen in dem Spiel, weil es ist ja... So, komm, jetzt mach hier Sonne und kokel den Typ weg, oder was auch immer. Nein, du hast mich nicht gesehen. Also die Range von denen ist, wir sind relativ nah dran, ne? Und ich ziehe jetzt keine Aggro gerade, also ist schon mal gut. Also jeder Zombie hier in Minecraft, der wäre schon längst auf uns zugestürmt. Man weiß ja auch nicht, ob es so bleibt. Also. So, wie sieht's aus? Lösen die sich jetzt auf oder nicht? Hallo? Ja gut, wir warten jetzt mal. Oh, die lösen sich tatsächlich auf. Okay, gut. Der hat sich aufgelöst, der Bursche. Ich würde sagen, wir machen es jetzt mal folgendermaßen. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein und gucken uns mal ganz kurz um. Und ja, wir müssen mal gucken. Ich will jetzt einfach sehen, was passiert. Errungenschaft freigeschaltet. Okay.
Ich will jetzt einfach wissen, was passiert, wenn wir durchs Portal gehen und ja. Es düdelt ganz schön lange vor sich hin hier, ne? Okay. Staubige Kreuzung. Oh, anderes Setting. Oh, wie cool ist das denn? Mit Kakteen und kleinen was auch immer hier. So Glickerdinger, die hier rumliegen. Das ist ja schön gemacht, ey. Boah, ist das cool. Aloe Vera. Hallo Vera. Kann man die einsammeln und wieder einpflanzen. Agave. Okay. Wir gucken mal direkt hier auf diesem Ding. Was ist das? Können wir den... Kann ich den nicht mitnehmen oder was? Mal eben gucken. Aha, doch, geht. Gut, okay. Was auch immer dieses Ding hier ist und was es zu bedeuten hat. Und ja, das sehen wir in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich fürs Zusehen bei euch. Wir sehen einfach cool aus, mit Schwert noch cooler. Ne? Also hier. Okay. Ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ja, bis dahin. Tschaußen, euer Smeagol.